Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. Heute ein weiteres Video zu Snake. Hallo. Hallo. Ich bin wieder dabei. So, damit auch das nächste Video wieder ein Lava-Video wird. Also. Genau. Wie weit sind wir beim letzten Mal gekommen? Nicht ziemlich weit. Eigentlich war es beim letzten Mal fast nur ein Lava-Video. Ja, ist ein bisschen eskaliert. Ich habe tatsächlich sogar noch ein paar Sätze dabei geschrieben, aber eigentlich auch kaum dabei aufgepasst, deswegen ich einen dummen Denkfehler hatte, weshalb alles nicht funktioniert hat. Ich habe es nochmal ein bisschen überarbeitet, hier sieht man es. Was habe ich falsch gemacht? Ich habe dieses Add-S vergessen und es hat dann natürlich nicht an meiner Koordinate überprüft, ob unter mir auch roter Stein ist, deswegen ich halt nicht den Tag bekommen habe. Ja, es ist schon, also, naja, das hätte ich besser machen können. Nee, ich schreibe jetzt auch mal darunter dann, wenn man rausfliegt. Okay, gut. Also ich habe es jetzt hier gefixt, ich habe jetzt hier ein Add-S reingeschrieben, habe mir noch ein bisschen das vereinfacht. Ich sage jetzt einfach mal, dass es 8 Teams gibt. Und ich habe es jetzt natürlich so gemacht, dass mir erstmal alle Tags removed werden. Das heißt, wenn ich jetzt draufstehe, passiert erstmal gerade nichts. Wenn ich jetzt aber mir die Tags mal gerade gebe, sprich Tag, Add-A, dann kann nämlich Jana das auch schon mal ausprobieren. Add-Player, ne, geh mal gerade runter erstmal. Geh mal gerade an den Rand. Player. Und Team 1. So, und jetzt geh mal in der 5 und renn gleich so schnell du kannst los. Nein! Jetzt bist du schon drauf und raus. Also, ja, jetzt musst du nochmal die ganzen Tags geben. Deswegen habe ich gesagt, du sollst vom Rand direkt lossprinten. So, und jetzt sprinten sofort los. Go! So, wie man sieht, man zieht jetzt hinter sich eine Linie. Und lauf mal bei mir rein. Und du bist quasi raus, ne? So. Nein, aber du bist ja noch nicht zurückgepickt, weil es noch keinen Armbrust dafür gibt. Aber du bist dann quasi raus. So, also das heißt, der Rauswerfmechanismus funktioniert soweit schon mal. Das ist super. Was ich jetzt halt noch einfügen muss, ja gut, also erstmal muss ich es machen, jetzt bin ich auch raus, dass ich hier reinschreibe Invisibility 1b, was glaube ich. Ich weiß nicht, ob man so schreibt. Ich glaube, das schreibt man nicht so. Was war schon wieder am Mittwoch los? Ich habe kaum was geuploadet. Ja, es liegt daran, dass ich jetzt von Sommerferien, sag ich schon, genau, von den Herbstferien so langsam wieder die ersten Arbeiten kommen und ich momentan kaum Zeit für YouTube habe, deswegen das ein bisschen schwer zu timen und zu managen ist. Wir hatten jetzt auch schon wieder gerade einen Softwarefehler, dass da die ganzen Plots am Spawn am Arsch waren. Es war alles ein bisschen kleiner Abfuck, aber ja, jetzt habe ich die Jana wieder hergezogen, dachte so, komm, kannst mal eine Aufnahme machen. Aber mit der sieht es momentan auch ähnlich aus. Sie hat momentan auch viel Schule und ach, das kannst du selbst erzählen. Ja, also ich habe auch in der Woche ganz viele Arbeiten geschrieben. Heute war eigentlich die letzte. Und nächste Woche geht es dann auf Abschlussfahrt, also nach Italien. Und da freue ich mich eigentlich schon drauf. Ach stimmt, ja, stimmt. Nach Rom oder wo nochmal? Gardasee und dann Rom, ja. Ah, okay. Und dann 2 Wochen Herbstferien. Ja, chillig. Das, da freue ich mich auch am meisten drauf. Eine Klassenfahrt, ich weiß nicht. Also bei uns war bis jetzt noch nie wirklich eine Klassenfahrt cool. Ich glaube, die in der 5. Klasse, die war eigentlich sogar noch ganz cool. Aber ich glaube, das lag auch einfach nur daran, dass ich damals ein naives Kind war, das alles cool fand. Aber nachdem die nächste Jugendherberge einfach, also Gott sei Dank nicht unser Zimmer, aber das Nachbarszimmer, da war einfach komplett über der Dusche, die Decke war komplett ein Schimmel. Ein Schimmelkreis, komplett. Also ja, das ist ekelhaft. Richtig verschimmelt. So, also ein richtiger Kranz voll mit Schimmel. Das war richtig ekelhaft. Und bei unserem Zimmer, da war das Klo, die Klobrille, die war nicht die fest. Das heißt, wenn man sich draufgesetzt hat, ist man einfach runtergerutscht, weil diese Klobrille mit runtergerutscht ist. Die war hinten an diesen beiden Dingern nicht fest. Und vom Kumpel von mir, das Zimmer da, hat die Spülung nicht funktioniert, das heißt, da war kaum Druck drauf und es wurde nichts abgespült. Das hat dann das so rausschöpft. Es ging nicht runter, das war das Problem. Okay, ich möchte nicht zu doll ins Detail gehen, aber es war echt nicht sehr appetitlich. Ja. Ja, so, ich kann mal kurz testen. Reload. So, wurde erfolgreich neu geladen. Player. In-game. Team 1. So. Wie bei uns ist das so, wir machen eigentlich eine Klassenfahrt. Also wir haben schon seit der 6 oder sowas keine mehr gemacht. Und ja, also so Ausflüge oder so ist es auch nicht wirklich was dabei. Wenn da mal so 3 Stunden ins Phantasialand und das war's dann auch wieder.
wo man dann zwei, ja, wir durften zwei Achterbahnen fahren und dann war die Zeit um. Also es hat sich eigentlich null gelohnt und ich wollte eigentlich gerne in der Schule übernachten, weil das hatten wir in der 5., glaube ich, gemacht. Aber alle so, nein, wollen wir nicht. Und meine ganzen anderen Freunde, die in den anderen Klassen sind, die haben es alle gemacht, nur unsere Klasse natürlich nicht. Als ob ihr in Vatasialand wart. Ich glaube, es war damals schon nicht möglich. Also unsere Mathelehrerin hat gesagt, okay, wenn der nächste Durchschnitt von der Klassenarbeit 2,8 oder so wird, dann dürfen wir alle ins Kino. So, wir hatten Durchschnitt von 2,7 sogar. Und rat mal, welche Klasse nie ins Kino lange nachgegangen ist? Genau, unsere. Ja. Also Versprechen richtig gut eingehalten, weil die Schule es nicht erlaubt hat, weil es keinen pädagogischen, wertvollen Hintergrund hat. Also richtiger Abfall. Ja, bei uns ist das so ähnlich. Wir dürfen jetzt auch keine Filme mehr gucken im Unterricht, weil irgendwie Datenschutz und sowas, und jetzt müssen wir warten, bis es die Filme auf DVD gibt. Und alles, was bei YouTube ist, dürfen wir nicht gucken. Und im Rallye-Unterricht haben wir immer irgendwelche Videos angeguckt, über was auch immer was, und dürfen jetzt alles nicht. Das ist richtig scheiße. Als ob? Echt jetzt? Ja. Ja, und alle Lehrer auch so, ja, das ist voll scheiße, weil wir wollten euch so Filme zeigen, auch in Erdkunde und sowas. Und die Lehrer verstehen das selber nicht, warum. Aber es kann immer sein, dass die kontrolliert werden und so. Darum, dann würden die, glaube ich, gefeuert werden. Keine Ahnung, darum machen die das nicht. Unsere Schule ist es einfach scheißegal. Wir gucken immer noch alles. Ja, seid froh. Okay. Das ist krass, okay. Ja. Ja, gut. TP at E. Tag gleich. Also viele Leute, die sich gerade fragen, was zum Henker ich da gerade mache. Ich mache jetzt gerade erstmal, dass man zur Lobby zurücktippet wird. Problem ist, das soll ja nur ein Datapack werden. Das heißt, es soll jetzt keine ganze Welt wieder sein, die man sich downloaden kann. Sprich, ich muss mit Variablen arbeiten, dass man später in seiner eigenen Welt überall so eine Lobby hinsetzen kann. Deswegen mache ich da später einfach ein Spawn-Egg. Und wenn man das spawnt, dann wird an der Stelle ein Amos-End hingesetzt, zu dem man immer tippet wird. Deswegen, Tag... tp at achso, tp at mal at s und dann at e tag gleich lobby stand für armor stand und lobby unterstrich stand, nenne ich das Ding jetzt mal, und bitte kleinschreiben deines, und ich glaube, ich muss ein limit command dahinter packen, limit gleich 1. So. Dann testen wir das Ganze mal, indem ich jetzt einmal einen hinzufüge, und zwar nenne ich diesen dann halt Lobby-Stand und dann reloade ich die ganze Geschichte mal. So, gib mir neue Tags. Player. So, bin ich noch im Spiel drin? Ne, bin ich nicht. Also bei mir bist du noch da. Nein, wenn ich noch die Tags habe, um mitzuspielen. Ach so. Hier. Das meine ich. Ich bin jetzt ernsthaft durch. Ja, aber ich werde hintippelt, okay. Aber ich bin gerade ernsthaft dadurch gestorben, dass du vor mir hergelaufen bist. Okay, es war der schnellste Weg, jetzt herauszufinden. Gut. ich möchte es trotzdem nochmal richtig machen hier. Ingame und Team 1. So. Worauf ich gar keinen Bock habe, ist, wir müssen, ich glaube, 15 Stunden oder sowas, ich bin mir nicht ganz sicher, erstmal zum Gardasee fahren, dann bleiben wir da ein paar Tage und dann von da aus weiter nach Rom und dann, wenn wir wieder zurückfahren, eben komplett durchfahren und dann müssen wir 24 Stunden Bus fahren und das wird echt kacke werden, weil wir müssen ja neben jemandem sitzen, wir bekommen ja leider keine Einzelplätze. Das heißt, es wird relativ eng werden und laut und ja, das Einzige, worauf ich mich freue, ist der McDonald's, wo wir dann halten werden. Ja, kennt man. So, was muss ich jetzt gerade machen? Also erstmal muss ich jetzt ein paar Executes tatsächlich mehr machen als das jetzt hier. Was ist das jetzt hier? What happened? Warum habe ich jetzt aber immer zwei Cursor? Manchmal hasse ich dieses Programm echt übelst. So, also ich brauche verschiedene Teamfarben. Wir haben später 8 Teams, das heißt, wir brauchen 8 verschiedene von diesen Terracotta-Farben. Mhm. Ich gebe dir jetzt mal die Aufgabe, find mal 8 verschiedene Terracotta-Farben, die du als Teamfarben später haben möchtest. Ja, ich würde einfach so die Regenbogenfarben nehmen. Ja, mach mal, weil es gibt 11 Blöcke, das heißt, du musst da 8 von rauswählen. Mhm, das überlasse ich dir jetzt mal. So, ansonsten
muss ich die Armors denn spawnen für jedes Team? Nein. So, jetzt habe ich schon mal 8 Armor Stands hier. Und mit diesen 8 Armor Stands kann ich jetzt die Teams einstellen. Das heißt, jeder Spieler, der Team 3 und 4 und 5 und so weiter im Tag hat, für dessen Team wird dann quasi ein Armor Stand gespawnt. Es gibt für jedes Team quasi verschiedene Armor Stands, also beziehungsweise Armor Stands mit verschiedenen Tags, weshalb man die voneinander separieren kann. Was bedeutet, dass ich dann für jedes Team eine eigene Farbe anstellen kann, weil der Armor Stand mit einem Tag Team 8 kriegt dann zum Beispiel Farbe Blau und der mit einem Tag Team Unterstrich 6 oder so kriegt dann die Farbe Grün zugewiesen. Bedeutet, dass ich da eben für jeden Armor Stand dann unter ihm einen anderen Dings eintragen kann. So, so, was mit dem Tag kann eigentlich weg hier, von wegen welches Team das ist. Das geht ja für alle. So. Ah ne, bei dem oberen nicht. Das ist richtig. Das ist unwichtig. Das da geht wieder für alle. Armor Stand töten. Und das hier ist erstmal Armor Stand spawnen. So. Das ist es halt für die einzelnen Teams. Sprich, das. So, es wird heute mal rasanter Fortschritt. Da habe ich nämlich schon mal die ganzen Teams eingestellt. Immerhin. Lol, was habe ich jetzt gemacht? So, ich habe jetzt hier ein paar Farben rausgesucht. Okay, gucken wir gerade. So, das sind die Farben, die du haben möchtest. Okay, sprich, bla. Ja, es gibt sonst nur dunkle und... Das ist ja schwarz, daher. Okay, ja, das reicht. Warum habe ich F3 und H nicht mehr aktiviert? Habe ich doch. Ne? Warum werden mir die. Achso, wenn. Ach ja, es gibt ja keine IDs mehr. Oh, Hilfe. Also, oder eben dunkelgrün. Aber... dann nimm die mal alle in dein Inventar und sag mir die Farben davor eben jeweils. Mhm. Cyan. So. Okay. White, danach kommt Yellow. Was kommt danach? Orange. Also Orange. Ja. Orange, das nimmt sich ja nicht. Dann? Red. Okay. Warte, die Farbe muss ich mal kurz nehmen. Dann, Purple. Purpur. Purple. Okay, das nächste. Light Blue Terracotta. Also Light, dann Unterstrich Blue, Unterstrich Terracotta. Mhm. Okay, das nächste. Und Lime, Terracotta. Lime. Okay. Gut, ach, haben wir das schon mal fertig. Dann muss ich das ganze Ding noch ein zweites Mal machen. Aber hier kann ich jetzt ja einfach abschreiben. Cyan. Lime, was ist ein Lime für eine Farbe? Ja, hellgrün so, eben. Ach, dieses Lime, okay, ja, gut. So. Dann speichern wir das mal und gucken mal, ob das jetzt schon funktioniert. Dann resette ich jetzt mal gerade die Map. Und reloade mal gerade, am besten ohne ein Ö mit drin. So. Ich habe jetzt gar keinen Text mehr gerade. Player und Ingame. Warte mal ganz kurz, ich mache mal kurz den Comment-Block, der das für uns mal gerade hier übernimmt, diese beiden Comments. Das nervt nämlich echt. Und Player. So, jedes Mal, wenn wir auf den Button drücken, heißt das für uns gerade eine neue Runde, okay? Mhm. So. Und dann muss ich jetzt halt Team Unterstrich 1 sein. So, jetzt kriege ich eben diese Farbe. Okay. Mach ich mal Team 2
Und ich krieg immer noch die Frage. Achso, ja gut, ich habe auch noch Team 1, stimmt. Remove. So, jetzt kriege ich die weiße Farbe. Sehr schön. Muss ich mal gerade testen. Was passiert, wenn ich in das Kreuz reinlaufe? Ja, ich sterbe. Okay, und krieg's mit den wiederbelebt hier. Ja, das ist interessant. Welche Tags habe ich gerade? Tags, 1, 1, List. Ich habe Player, warum habe ich denn noch Player? Das darf ich gar nicht haben. Ah, hier ist der Fehler, okay. Ich habe ein S zu viel gehabt. Dann können wir gerade mal reloaden. Und jetzt sollten wir aber mal einen Erfolg sehen. Sprich, ich gebe nochmal alle Tags. Und adde mich mal zum Team 1. Und wenn ich jetzt in mich selbst reinlaufe, sterbe ich. Welche Tags habe ich jetzt noch? Gar keine, sehr schön. Wenn ich jetzt nur Player und Dings kriege, dann fliege ich raus, ist aber auch okay. So, jetzt gehe ich mal Tag 2 dazu. Drücke auf den Button und kriege weiß. Und auch wenn ich hier wieder reinlaufe, bin ich raus. Okay, die ganzen Farben funktionieren. Jana. Ich habe überall so Muskelkater, das ist richtig schlimm. Wir hatten gestern Bundesjugendspiele und ich musste mit meiner Freundin die ganze Zeit so Bälle zurückwerfen. Wir mussten so Lehrern helfen und wir standen 2 Stunden in der prallen Sonne und jetzt tut mein Arm weh. Oh, Hilfe. Ja. Aber hey, wenigstens musst du es selbst nicht mitmachen. Das stimmt, das ist der Vorteil daran, wenn man in der Oberstufe ist. Ich glaube, mein Minecraft ist gerade gecrashed. Nee, lol, okay, ist jetzt wieder normalisiert. Also, Team 8 ist jetzt das letzte, was wir durchtesten müssen. Hier haben wir Text und ja, auch noch Queen. Davon mache ich mal kurz ein Screenshot, ein neues Thumbnail. Die ganzen Teams sind geboren. Okay, gut, damit haben wir jetzt schon mal die ganzen Teams fertig. Sprich, wenn Teams, also man hat jetzt einzelne Teams, man hat einen Spawnpoint, wo man wieder zurückkommt und man kriegt Text, dass man nur, wenn man die hat, auch im Spiel dran ist. Soweit ist das Spiel schon mal heute gekommen. Das heißt, wir haben im letzten Mal wenig geschafft, heute sehr viel. Das gleicht sich wieder ein bisschen aus. Ja, Carpe Diem, nutzt den Tag, lol. Auf jeden Fall, wir haben heute tatsächlich was geschafft. In der nächsten Folge mache ich es dann auch ein bisschen so, dass wir mal uns ein bisschen Lobby versuchen zu machen. Ansonsten möchte ich es auch noch machen, dass man eben mit einem Command wieder drin sein kann, dass man zufällig ins Teams reinkommt. Und eben auch eine Verteilung, ab wann die Runde aufhört und so ein Gedöns. Das heißt, wenn man 3 Spieler hat, soll die Runde ja nicht schließen, nachdem schon einer gestorben ist und sowas. Das heißt, da muss ich mal gucken, wie ich das manage. Aber ich würde sagen, damit beschäftigen wir uns im nächsten Video. Denn dieses ist schon wieder viel zu lang. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.